Hey Leute, na, ich bin's wieder, der Typ, der aktuell seinen Arsch einfach mal gar nicht hochbekommt, außer es geht um Reactions oder Streams. Apropos Streams, heute 21 Uhr habe ich gehört. Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu einem weiteren Video. Heute tatsächlich mal etwas, was keine Reaction ist. Ich weiß, es klingt im ersten Moment etwas unglaubwürdig und das ist es wahrscheinlich auch. Aber ich habe tatsächlich einfach mal ein altes Format wieder nach oben geholt, was ich schon mal vor 2-3 Jahren das ein oder andere Mal gemacht habe. Ich habe auf Insta gefragt, ey, soll ich das Format von früher einfach nochmal auferleben lassen, einfach mal einen neuen Teil davon machen. Ihr meintet, ey, du kleiner Knecht, klingt doch eigentlich nach gar keiner so beschissenen Idee. Mach das doch einfach mal, du blödes Stück Scheiße. Weh, du machst das nicht. Ich fick dein... Und deswegen sitzen wir jetzt hier in dieser absolut ekligen Hitze. Ich musste meinen Ventilator ausschalten, um mein Fenster zu machen. Aber wir sitzen hier. Und in diesem Format geht es halt einfach darum, dass ich euch den ein oder anderen Track zeige, den ich aktuell ziemlich häufig höre. Das muss nicht unbedingt ein Track sein, der jetzt neu rauskam. Das kann also auch Musik sein, die irgendwann vor Jahren damals, Zweiten Weltkrieg oder sowas rauskam. Ist es nicht, aber könnte es theoretisch sein. Und im Großen und Ganzen ist das auch schon das Format. Ich würde sagen, wir fangen sofort mit dem ersten Song an. Ich hoffe... Was soll die Scheiße jetzt? Auf einmal geht einfach mein scheiß Fernseher an und Montana Black läuft, ey. Nein, also was ich gerade sagen wollte, ich hoffe, ich kriege das Video auch hin ohne irgendwelche Copyright-Verletzungen, weil es wäre irgendwie blöd, wenn ich dieses Video machen müsste, ohne die Songs zumindest kurz einzuspielen. Deswegen fangen wir mit dem ersten Song an und das ist Trippy Boy Hochmut. Vergiss niemals deine Brüder, ganz egal wie bunt das Paar, da wird kein guter Mensch, ich frag mich, was du tust, wenn dich dein Karma trifft. Tatsächlich ist dieser Track ein kleiner Lelano-Diss-Track, also keine Ahnung, um ihn Diss-Track nennen zu können, ist er irgendwie nicht ganz so hart, finde ich, aber er ist halt auf jeden Fall ein Track, der gegen Lelano gerichtet ist. Auch wenn das jetzt kein absolut brutaler Diss-Track mit krassen Zeilen oder sowas ist, hat man danach auf jeden Fall ein relativ unsympathisches Bild von Lelano, aber worum es mir viel mehr geht, ist die fucking Musikalität. Ihr müsst wissen, normalerweise feiere ich Trippy Boy eigentlich nicht so krass, also ich habe zwar immer schon gesehen, dass der wirklich viel Potenzial hat, generell ein ziemliches Gespür anscheinend für Musikalität besitzt, aber irgendwie konnte ich nie so ganz was mit seiner Stimme anfangen, beziehungsweise mit seinem Stimmeinsatz, und das ist bei diesem Track einfach komplett anders. Ich feiere die Hook, generell die Melodien des Tracks übertrieben heftig. Vor allem halt in der Hook dieses Para wird auf Karma trifft. Ich habe das eingespielt, die Hook, denke ich mal. Deswegen hoffe ich, ihr versteht das, was ich meine. Ich finde, das bleibt wirklich extrem heftig hängen und das ist tatsächlich ein Track, den ich jetzt auch erst vor ein paar Tagen zum ersten Mal gehört habe, obwohl der schon seit über einem Monat draußen ist. Habe ich gesagt, dass ich immer auf dem neuesten Stand bin? Also eine Empfehlung geht von mir auf jeden Fall raus. Falls ihr euch den Track noch nicht gegeben habt, tut es einfach mal. Ist ein bisschen schade, finde ich, dass auch kein richtiges Video dazu kam, weil ich finde, der Track hat halt wirklich viel Potenzial, auch noch mal ein bisschen größer zu werden, aber so oder so ist er auf jeden Fall nice geworden. Gebt den euch. Lelano Diss Track Teil 2 kommt dann auf jeden Fall demnächst. Ich bin heute einfach mal wieder so lustig, unfassbar. Kommen wir zum nächsten und das ist niemand Geringeres als Jens. Nächstes Jahr wirst du 36 Jahre. Genau diesen Joke habe ich schon mal gebracht, aber ist mir egal. Ich recycle Jokes und ich stehe dazu. Schieb es auf den Weed-Verbrauch. Ich komme mit Tiffany und Bob mit Banken und hol die Piep mit dem Piep raus. Da ich mit dem Flocktorten stalke, drauf scheiß, was mir die Doktoren in Worten vermitteln wollen. Ne, also jetzt mal for real, ich muss wirklich sagen, der neue Track von Entertainment Level hat mich extrem krass geflasht. Er geht zwar nur knapp 2,5 Minuten, aber irgendwie erzeugt dieser Track wieder wirklich die alte, majestätische und krasse Atmosphäre in mir, die Entertainment damals rübergebracht hat. Und die jetzt in der letzten Zeit meiner Meinung nach so ein bisschen auf der Spur hängen geblieben ist. Dieser Level-Track, ne, also irgendwie hat es mir heftig angetan. Der Flow, einige Betonungen, die Technik sowieso, die Lines, aber auch der Beat von Vendetta Beats und Voodoo Beats ist meiner Meinung nach so unfassbar heftig. Ich finde, Ente kommt richtig, richtig brutal auf den Beat und das macht sich richtig Bock, das einfach zu geben. Ich will jetzt auf keinen Fall sagen, dass die letzten Tracks von Ente schlecht waren oder sonst was, auf gar keinen Fall. Aber meiner Meinung nach war halt dieses übertrieben kranke Feeling, was damals teilweise bei der Ente da war, nicht mehr so ganz krass gegeben, was diesmal einfach wieder komplett anders ist. Ich weiß nicht, ob das zu 100% am Beat liegt, ich denke aber nicht. Ich denke vielmehr, das ist einfach dieses brutale Gesamtpaket aus epischem Beat, epischen Flow-Passagen und epischen Betonungen. Also fazitmäßig muss ich auf jeden Fall sagen, das ist für mich persönlich der beste Ente-Track seit langer Zeit und der läuft in meiner Playlist schon aktiver als Montana Black gerade hier auf dem Fernseher.
Okay, Leute, genug von Jens. Okay, ich muss wirklich damit aufhören. Das, es ist auch nicht mehr lustig langsam. Alte Homies bitten mich in Anstalt halber Geld zu leihen. Doch alles, was ich pumpe, sind die Langhanteln aus Elfenbein. Ich kann ihnen da nicht helfen. Nein. Der nächste Song ist schon etwas älter. Der war nämlich auf dem King-Album von Kollega, welches 2014 rauskam. Und zwar Flight Mode. Ich hatte den Track jetzt damals nicht sofort zum Release gehört. Wahrscheinlich auch einfach, weil ich damals noch ein 13-jähriger Pisser war, der keine Ahnung hatte. Aber ich hatte den Track irgendwie 2015 oder 2016 zum ersten Mal gehört. Und ich fand den halt damals schon auf jeden Fall sehr, sehr nice, muss ich sagen. Das war generell zu der Zeit einer der wenigen College-Tracks, die mich musikalisch sehr abgeholt haben, weil ich damals halt noch generell viel mehr Wert auf Musikalität gelegt habe, beziehungsweise nicht unbedingt viel mehr Wert auf Musikalität, sagen wir lieber viel weniger Wert auf Rap-Skills und sonstige Sachen. Wie gesagt, habe ich den damals auf jeden Fall auch schon gefeiert, als ich den entdeckt hatte, aber als ich den dann 2020, jetzt dieses Jahr wieder für mich entdeckt hatte, war das auf einmal ein ganz anderes Level, weil ich den auf einmal in meine Playlist geballert habe und gefühlt nur noch den Song für ein paar Tage gehört habe. Und das meine ich jetzt nicht übertrieben, ich habe den Song wirklich sehr, 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 sehr viel gehört dieses Jahr. Ich kann euch jetzt auch nicht genau sagen, ob das jetzt noch ein Nostalgiefaktor ist, der daneben mitspielt und dass ich den Track deswegen halt nochmal viel geiler fand, weil ich den damals eben auch schon mochte. Aber ich muss einfach sagen, ich finde den Track einfach so entspannt, Alter. Also ich gebe mir den richtig gerne, einfach so schön am Abend, um ein bisschen runterzukommen und keine Ahnung. Der Beat, die Flows, die Hook, das wird einfach alles zu einem nicen Gesamtpaket. Was aber noch dazu kommt, sind halt extrem geile Lines, die einfach im Gedächtnis hängen bleiben. Selbst wenn ich nur über den Flight Mode Track nachdenke, kommen mir sofort die Line in den Kopf. Ihr trinkt Evian, ich Don Perignon. Ja, sowas kostet paar Mücken wie ein Chamäleon. Wundervoll, verdammte Scheiße. Es ist einfach ein extrem musikalischer und entspannter Vibe, der da zustande kommt. Plus diese extrem genialen Lines, die einfach immer wieder mal für einen Schmunzler sorgen. Ist, finde ich, einfach ziemlich nice. Kann ich nicht viel zu sagen, außer dass es mega nice ist. Habe ich schon gesagt, dass es nice ist. Kommen wir als nächstes zum russischen Bären, aka den Goldrussen, aka Rasse Russe, und zwar Juri. Nein, also Sensor. Das laber ich jetzt schon wieder. Ich mache jetzt Mula, 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 es werden Scheine gesehen. Seinen neuen Solo-Track auf BRF 2, muss ich ehrlich sagen, habe ich heftig gefeiert. Ich finde den mega musikalisch und der trifft halt auch einfach viel mehr meinen Geschmack als Charakter. Also ich weiß nicht, wer Charakter noch kennt vom BRF 1 Album. Das war ja auch ein Solo-Track von Sensor und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der eine oder andere von euch den nice fand, aber irgendwie konnte ich absolut gar nichts mit dem Anfang, gerade mit der Hook nicht. Irgendwie stand das für mich auch viel zu sehr zum, ja, Goldrussen-Sensor im Kontrast in dem Moment, ne, weil das Album kam ja auch noch im selben Jahr raus, ja okay, ein Jahr nachdem die JBB 2018 Quali von Sensor rauskam. In der JBB 2018 Quali war Sensor halt absolut im Zerstörermodus, im aggressiven Modus und da hat Charakter dann halt 0,0 gar nicht gepasst, so, ne, und irgendwie fand ich das dann auch nicht so geil. Ich muss zwar auch sagen, dass ich wahrscheinlich in dem Moment noch ein bisschen zu sehr auf diesen harten, aggressiven Sound getrimmt war und dass ich dem etwas zu wenig Chancen gegeben habe, aber auch wenn ich mir Charakter jetzt noch anhöre, muss ich halt irgendwie sagen, es catcht mich immer noch nicht so wirklich und Daimler-Emblem finde ich dagegen auf jeden Fall tausendmal cooler. Ich bin zwar ehrlich zu euch, ich feiere den harten in die Fresse Sensor auf jeden Fall mehr und gerade bei Donald Trump 2 oder auch bei Donald Trump 2 fand ich den Sensor-Part ziemlich heftig, aber ich muss halt irgendwie sagen, dass ich den Track doch sehr erfrischend fand und ich finde tatsächlich, dass Sensor auch besser mit Autotune umgehen kann als Juri, also bei ihm klingt das irgendwie viel gewollter und geübter, meiner Meinung nach auf jeden Fall. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Sensor-Album, ne? Irgendwann vielleicht, also dieses Jahrzehnt. Wer ist wieder hart? Wer macht wieder Gangster-Rap? Wer ist dieser junge Hart? Tu, ich ficke dein Geschäft. Es ist Sony Black und Juri. Ein weiterer Track, den ich mir in der letzten Zeit auf jeden Fall sehr, sehr, sehr häufig angehört habe, ist Juri und Bushido 2003. Meiner persönlichen Meinung nach tatsächlich der beste Track auf BRF 2. Also ich weiß nicht, ich habe diese Kombo aus Juri und Bushido wirklich heftig gefeiert. Es sind mega, mega krass nostalgische Vibes in den Texten und auch in der Hook, beziehungsweise in den Texten der Hook. Dazu kommt noch ein sehr geiler und atmosphärischer Beat, auch wenn ich schon vom einen oder anderen von euch gehört habe, dass der euch nicht so gefällt. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, der passt wie die Faust aufs Auge zu dem Track. Bushido haut hier einen absolut geilen Back to the Roots Part raus und es macht mega Spaß, ihm zuzuhören. Generell hat Bushido halt einfach so eine krasse History in seiner Stimme. So, das ist einfach brutal, wenn man ihm zuhört, meiner Meinung nach. Und Juri wirkt neben ihm halt nicht wie ein Random, sondern wirklich wie ein, ja, mit ihm harmonierender Feature-Gast, wie es halt sein soll. Und das schafft auch nicht jeder, neben einem Bushido so zu wirken. Deswegen, Props gehen auf jeden Fall raus. Für mich haben die beide echt unerwartet gut harmoniert und ich hätte auf jeden Fall Bock auf mehr Features zwischen EGJ und BBM. Als nächstes haben wir hier einen Rapper, den der ein oder andere von euch vielleicht noch nicht kennt, und zwar Jealous Now mit Alles bleibt. Ballerparts wie gestört, als ob ich Psycho wäre. Bin vielleicht kein guter Mensch, doch jeder meiner Lines zerstört. Alles bleibt, alles gleich, oder alles noch wieder.
Platz, immer noch derselbe Kreis. Und wir lassen keinen rein. Der Track befindet sich auf seinem Album Blitz und Donner. Und ich muss auf jeden Fall sagen, schon mal ganz am Anfang, ich finde, Jealous Now ist auf jeden Fall ein sehr underrateder Rapper. Das gesamte Album und auch dieser Track bietet starke Messages, motivierende Texte und auch einfach eine gewisse Motivation, die man daraus hört. Man hat einfach Bock, sich das zu geben. Das Ganze ist schön musikalisch umgesetzt, er kann gut mit Autotune umgehen und es macht mir einfach gute Laune, dazu zu hören. Falls ihr Jealous Now noch nicht auf dem Schirm habt, gebt ihm auf jeden Fall mal eine Chance. Meiner Meinung nach auf jeden Fall stark. So tief, schwarz wie die Nacht, so viel Zucker in meinen Venen vergiftet mein Herz. Hier haben wir Contra. Hier haben wir Contra K Feat Samra, Tief Schwarz. Als ich mir den Track zum ersten Mal angehört habe, war ich noch gar nicht so beeindruckt von dem. Ich fand ihn zwar schon irgendwie ganz nice, ne? Die Melodie in der Hook war auch schon cool irgendwie, aber irgendwie dachte ich anfangs noch nicht, dass der es mir so mega antun wird. Aber in den nächsten Tagen hatte ich den auf einmal immer wieder im Kopf, die Melodie immer wieder im Kopf. Ich habe ganz leise gehört. Das musste ich jetzt kurz nochmal nachmachen, das war essentiell wichtig. Ich habe das immer wieder in meinem Kopf gehört und deswegen habe ich mir den Track dann auch noch das ein oder andere Mal gegeben und holy shit, das wurde tatsächlich sehr, sehr häufig. Ich kann euch nicht genau sagen, warum, aber irgendwie finde ich die Kombination aus den beiden tatsächlich ziemlich, ziemlich krass, was mich erstmal sehr überrascht hat, weil alles, was Samra in den letzten Monaten rausgekickt hat, für mich irgendwie gar nicht geil war. Also, keine Ahnung, der letzte geile Track von Samra, an den ich mich erinnere, war Colt. Vielleicht tue ich ihm gerade auch ein bisschen Unrecht und da gab es noch den einen oder anderen, aber Colt war auf jeden Fall der letzte Track von Samra, wo ich mich dran erinnere, dass der halt wirklich fett war. Und Tief Schwarz war meiner Meinung nach halt irgendwie wieder ein Stich ins Schwarze. Es gab halt endlich mal wieder einen Samra, der nicht nur übers Kokain ziehen oder über den Chaitan gerappt hat, was wirklich sehr erfrischend ist, weil es in der letzten Zeit gefühlt nichts anderes in den Samra-Texten gibt. Contra K hat sowieso auf jeden Fall wieder gute Messages am Start, auch wenn das jetzt nicht wieder mega kreativ ist, ne? Contra K wiederholt sich ja auch ab und zu auf jeden Fall inhaltlich, aber musikalisch ist der Track wirklich heftig fett. Beide harmonieren auf jeden Fall auch sehr gut auf dem passenden Beat und wie gesagt, Samra wirkt halt einfach motivierter als auf seinen Solo-Tracks. Deswegen, ich hätte auf jeden Fall gerne mehr davon. Schauen wir mal, was noch so kommt. Es ist unfair, guckt her, wir sind irgendwo da oben, aber heben nicht ab. So unfair, sag's ungern, alle deine neidischen Blicke prallen mir ab. Der letzte Track auf meiner Liste ist auch schon wieder etwas älter und zwar von PA Sports und Kianosch Unfair. Der Track befindet sich auf dem Desperados 2 Album und ich habe den riesen Fehler gemacht und mir das Desperados 2 Album erst Anfang dieses Jahres gegeben, ja, und es war eine Offenbarung, ich sage es wie es ist, ja Leute, ohne Scheiß, diese Combo PA Sports und Kianosch, ich finde die wirklich krass. Ich fand auch das Crossover-Album wirklich heftig, ich habe einfach diese Kombination viel zu spät für mich entdeckt. Im Track Unfair werden mega gute Parts mit starken Texten und vor allem einem epischen Feeling rübergebracht. Dazu kommt dann noch die Hook von Kianosch, die nochmal übertrieben fett klingt, also wirklich, das ist glaube ich meine Lieblingshook von Kianosch. Extrem fettes Feeling, was da zustande kommt. Die haben da im Track auch immer wieder ein paar Aussagen, die wie die Faust aufs Auge treffen und es macht einfach großen Spaß, sich sowas zu geben. In diesem Track merkt man einfach, wie krass die beiden Rap lieben und leben. Falls ihr den Track Unfair bzw. das gesamte Desperados 2 Album von PA Sports und Kianosch noch nicht kennt, gebt es euch auf jeden Fall. Es gibt da einige richtig heftige Banger, wie zum Beispiel auch noch Headbanger. Sehr, sehr stark auf jeden Fall. Okay, Freunde, ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video. Ich habe keine Ahnung, wie lang das jetzt letztendlich wird, weil ich nehme jetzt wieder knapp 40 Minuten auf. Ich fange langsam an, wirklich hart zu sweaten, sodass es schon unangenehm wird. Deswegen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall freuen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr wieder gerne mehr von sowas sehen möchtet. Ansonsten euch allen noch einen wunderschönen guten Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.